So, wieder da. Das war Höchsteisenbahn. Bei Ding. Hier. Für jeden Gegner gibt es einen Punkt dazu, oder? Den man dann so killt. Und wie viele Gegner braucht man dann? Für einen so ein Level, sag ich mal. Wir haben jetzt schon 12 Schaden, 30% Ding, 60% Stabi. Das ist schon. Schon gut. Shotgun-Kenntnisse, Schaden und Ding. Ja. Ich weiß bloß nicht, ob das für alle Waffen dann zählt, ne? Also Stabilität zum Beispiel. Zählt das dann auch für alle Waffen? Okay. Warum gehen hier die Tore auf? Sehr schnelle Gesundheitsregeneration. Zwar weniger Kapazität. Aber das brauchen wir. Oh, geil. Wir können unsere Gesundheit endlich mal regenerieren. Hier kommen wir wieder zurück. Da oben waren wir schon. Was gibt's hier noch? Da hinten war das Tor offen gegangen. Der hat sich versteckt. Okay. Sniper. Hallo. Klasse Soldat. Zusätzliche Erfahrung fürs Team. Also natürlich auch wieder. Aber das war's. Die zwei nehmen wir mal mit. Wo geht's da noch rein? Irgendwo. Okay. Gut, dann haben wir hier alles abgegrast. Eben gucken. Missionen. Kristall haben wir auch schon. Alles klar. Haben wir alles gleich mit erfüllt. Können wir jetzt zu Kleppi gehen? Hier noch ein Happchen essen. Da hinten machen wir noch nicht. Okay, da gehen wir gleich hin. Wir gehen erstmal zu Kleppi. Oder ist das da? Sagt das so. Ja. Scheint so, ne? Ach komm. Kleppi kann auch warten. Ja, okay, deswegen, wir können das so hätten. Voll. Glück dich nicht mit mir an. Oh. Ist tot. So große Auswahl. Okay. Also mit dem Nachladen, wenn ich bedenke, wie es am Anfang war, wurde 5 Minuten wartet und musste das bloß immer nachgeladen. Hier ist noch so ein Teil. Klappi!
steh auf. Aha. So gut wie neu. Ich glaube, ich... Habe ich ein Leck? Was? Mmh. Oh ja, nun! Was? Wo, Klappi? Was geht? Er fährt hier nur im Kreis anscheinend, er zeigt mir nichts. Oh ja, nun! Gut. Dann wieder raus hier. Dann ist das Dunkel hier drin. So rein, können Sie rausgucken. Groß, vermächtige Ziegenhauigkeit, bringe der die Revolution und heile dich sogar. Hier kriegst du deinen. Ja, komm, weg damit. Plasmod, muss man noch behalten. Speicherdeck-Upgrade. Was ist denn das schon daher? Rucksack? Tragekapazität. Jawoll. Jawoll. Das Schild können wir noch verkaufen. Immer das Neueste und Beste an Waffen und Ausrüstung findest du jederzeit hier bei uns. Okay. Nächste Fragment, das können wir eh noch nicht machen. Jetzt gehen wir nach New Haven, geben alles ab, würde ich sagen. Können wir über die Schnellreise nach New Haven? Die hier? Jo. Brauchen wir nicht erstmal im Auto da über die ganzen Maps da eiern. Geht natürlich so viel, viel angenehmer. Gut, wir gehen einmal hier rein. Ja, kann ich ja was für dich tun? Überprüfung, alles klar. Dann habe ich mich gerade verlaufen, sorry. Bis bald. Gehen wir hier wieder raus. Geben Kristalle ab. Ja, Scooter lässt dir ausrichten, er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Hallo! Am Schwarzen Brett in New Haven sind neue Missionen angeschlagen. Okay. TK geht's gut, shit. Wo lebt man das ab? Auch in New Haven. Ach, da hinten bei Scooter. Ein Punkt. Okay, warte. Wir wollten jetzt kritischer Treffer machen. Nochmal 6%. Oder wir machen Stabilität. Waffennah ist natürlich auch geil, wenn wir die Infinity dann später haben. Komm, wir nehmen Waffennah. Hoffe, dass es die gibt. Im Einser schon. Hey, ich hab dich im Auge. Wart's nur ab. Okay, gebrauchte Autoteile und das hier. Hey. Müssten wir hier alles haben. New Haven. Fangen wir hier an. Pass auf dich auf, ja? Ja. Auto. Hey, hier holt man sich sein Erwerb. Kannst du das hier noch dazu in allen möglichen Fahrzeugen? Schauen wir unsere Füße. Okay, das, Da lang. Oben hin.
Hier oben nicht hin. Da oben vielleicht doch hin. Okay, da ist eine Treppe. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Tagebuch. Vermisste Person. Okay. Dann würde ich sagen, mach mal Rust Commons West. Brauchen wir natürlich wieder eine Schnellreise. Da haben wir eine, guck. Underpass. Ja. Okay. Auto. Catch a ride. Patricia Dennis, leitende wissenschaftliche Beraterin der Dahl Corporation. Tag 224. Mein einziger Gesprächspartner ist jetzt mein Echo-Recorder. Ich habe eine Beziehung zu ihm entwickelt. In manchen Nachtzyklen schlafe ich mit ihm, an anderen darf er nicht zu mir ins Zelt. Es besorgt mich, dass ich immer weniger zwischen Vernunft und Wahnsinn unterscheiden kann. Oh, Alter. Genau, jetzt natürlich nachladen, super Idee. Wir fahren hier weg zum nächsten Punkt. Nur so ein Minischild jetzt, oder? Ob ich längst hätte aufhören sollen. Aber meine Sturheit, die ich von ihr geerbt habe, treibt mich dazu, weiterzumachen. Bis ich herausfinde, wo diese Kammer ist. Oder bis ich so verrückt bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich hier wollte. Das Schild wieder normal. Was? Das gefällt dir nicht? Oder ist das so lange, der die Energie auflädt? Das ist mir ziemlich aufgefallen. Und ob mein Leben auflädt, ist es nur noch 80 Schild oder so? Wie schmeckt dir das?
Tag 457. Es ist unglaublich. Am liebsten würde ich vor Freude nackt durch die Gegend hüpfen. Aber ich glaube, das mache ich in einem Dunkelzyklus, damit mich keiner sieht. Bevor vier der 13-Qubit-Operatoren meines Computers vor Überlastung den Geist aufgaben, konnte mein Programm viel mehr Texte entziffern als jemals zuvor. Ich konnte viele Textstellen finden, an denen von einem Ereignis die Rede ist, das alle 200 Jahre wiederkehrt. Und ganz oft taucht dabei ein Symbol auf, das an einen Kreis erinnert, mit einem umgedrehten V darin. Möglich, dass damit die Kammer gemeint ist. Und mit dieser Kammer passiert etwas. Alle 200 Jahre. Was esse ich heute Abend? Okay. Das MG eigentlich vorhin schon da? Am Start, Steiner! Zeit zu sterben! Ah! Er schießt sie! Hey, ja, die MGs waren da vorne noch nicht da, oder? Oh. Okay, was ist das? Das sind die Autoteile, oder?
Schlange! Okay. Dann haben wir Tag. Zuerst brauchen wir mal wieder ein Auto. Ein Bum-Bum. Hey, ich bin Scooter. Der Folge hat von meiner Schwester. Und wir sind zu langsam. Tag 481. Es stimmt. Es stimmt alles. Mein Programm hat es geschafft. Programm. Programm. Ich bin mir jetzt sicher, dass die Kammer hier ist. Und dass das Symbol etwas damit zu tun hat, wie man sie öffnet. Ich habe alles doppelt und dreifach überprüft. Anscheinend ist die Kammer massiv gesichert. Aber alle 200 Jahre kann sie geöffnet werden. Sie muss etwas extrem Wertvolles enthalten. Vielleicht noch wertvoller als die Atlas-Technologie. Aber noch muss ich mich bedeckt halten. Denn liege ich falsch, bin ich erledigt. Liege ich richtig, reklamieren meine Bosse den Erfolg für sich. Ich muss die Kammer finden. 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 Tag 493. Die Dark Corporation hat soeben sämtlichen Bergbau hier auf Pandora eingestellt. Ich halte das für Irrsinn. Der Iridiumabbau war für Dahl höchst lukrativ und hat meine Forschungen finanziert. Die Profite waren besonders deshalb so hoch, weil die Arbeitskosten gegen Null gingen. Was Dahl wohl mit all den unbezahlten Sträflingen machen wird, die man hier als Minenarbeiter eingesetzt hat? Ob einige von denen meine Freunde sein werden? Was? Wieso wirst du immer gleich eifersüchtig, wenn ich neue Freunde gewinnen will? Ich schalte dich ab. Tontauben schießen. Das muss man auch noch machen. Glaubst du, dass du hier sein solltest? Holt euch die Hurensöhne!
Erschießt ihn! Hat's wehgetan? Uns entkommst du nicht! Guter Junge! Nichts dagegen. Soldat. Das gefällt dir nicht? Ich habe es niemals hierher kommen können. Weil man ja mit dem Auto außen rumfahren kann. Naja. Das auch abliefern. Love nowhere. Schnitzeljagd, wo muss man da hin? Da unten. Thank you.
Ich glaube, der hat mich nicht gemocht.